Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Pineview Drive Tag Nummer 9. Das Drive, das klang gerade irgendwie etwas komisch. Ja, also, wir erinnern uns kurz. Wir können ja mal, woran kann ich mich aus der... Am besten erinnern wir uns gar nicht. Wir werden einfach gleich loslegen. Ich brauche mich an nichts erinnern. Es werden schlimme Dinge passieren. Ich habe es schon im Gefühl. Und wir haben wenigstens... Das Licht geht immer noch nicht. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob das jetzt gar nicht mehr gehen will. Das Gewitter ist doch gar nicht mehr da. Es wird aber schon wieder stockduster. Und ja doch, wir erinnern uns, in der letzten Folge gab es ein Problem mit dem Clown. Beziehungsweise hat Linda immer mehr Angst, an diesem Clown vorbeizugehen. Oh, wir hatten noch einen Schlüssel und wir haben die Tür aufgeschlossen. Das ist interessant. Es ist schon wieder sehr dunkel, aber wir müssen auf jeden Fall unsere Taschenlampen sparen. Das ist hier auf jeden Fall doch die neue Ecke. Ich bin total verwirrt. Wie kommen wir jetzt hierher? Okay, wir werden mal hier die Treppe hochgehen. Was ist das da hinten? Oh komm, ich sehe schon wieder nichts mehr. Hier, genau, hier ist das Zimmer. Da haben wir zuletzt den Brief gefunden mit der Nachricht, dass Linda immer mehr Angst vor dem Clown hat. Und die Türen sind natürlich hier alle verschlossen. Hier waren wir... Ich finde das mit dem Licht ziemlich scheiße, muss ich sagen. Hier geht gar nichts. Hier machen wir die Kerze nochmal an. Hier ist keine Tür offen. Und irgendwie sind doch jetzt die Kerzen schon wieder aus, die ich gerade angezündet habe, oder? Komm, lad mal die Batterien nach. Wo sind wir hier eigentlich? Okay. Och Gott. Jetzt ist hier alles komplett zu. Diese Tür ist auf. Ich weiß nicht, wo sie hinführt, ehrlich gesagt. Ich würde mich sehr über Taschenlampenbatterien freuen. Hier ist alles zu. Das heißt, wir müssen hier irgendwie den Weg rausfinden. Und ich habe mich jetzt schon wieder komplett verlaufen. Hier ist das Badezimmer. Ekelhaftes Klo. Aber nichts Neues zu finden auf jeden Fall. Schon wieder diese Katze. Wir machen, oh Mann, unsere... Wir haben schon wieder keine Batterien mehr und ich irre hier die ganze Zeit in diesem Haus herum. Weiß nicht, wo ich lang gehen muss. Wir haben kaum noch Streichhölzer. Batterien sind schon wieder leer. Wieso geht denn das Licht nicht mehr an? Und ich frage mich wirklich, was das werden soll. Hier ist diese Besenkammer. Und das war's mit den Batterien. Leider ist es jetzt wirklich komplett dunkel, meine Lieben. Das kann doch nicht sein. Der Strom ist doch weg. Warum bilde ich mir ein, eben den Fernseher gehört zu haben? Okay, das heißt, wir müssen zurück ins Fernsehzimmer. Wisst ihr noch, wo das war? Das war oben, oder? War das Fernsehzimmer oben? Wir schauen hier nochmal lang. Ich, komm, Kerzen, dass wir wenigstens ein bisschen Licht haben. Es ist so furchtbar dunkel hier einfach nur. Und, okay.
glaube, wie... Du tust uns nichts, oder? Du psychopathischer Clown? So. Hier ist das Fernsehzimmer. Ich habe es endlich gefunden. Es ist wundervoll. Ist hier vielleicht irgendwo eine Kerze? Okay, der Fernseher. Mach ihn aus. Hallo? Ah! Das ist wie in The Ring. Wie kommt er raus? Oh Gott, Psycho. Und jetzt? Ich habe auch keine Streichhölzer mehr. So aus, das Ding. Ist jetzt gut? Da ist ein Schlüssel. Da hat schon wieder einer Psst gesagt. Wetten, das ist der Clown? So, wir müssen die nächste Tür finden. Und Licht wäre geil. So, wir müssen uns beruhigen. Guck mal, unsere Anzeige ist bis zur Hälfte runter. Kurz hier reinleuchten. Ist hier irgendetwas? Die Türen sind auf. Hier können wir allerdings nichts tun. Okay, wir laufen jetzt einfach an dem Clown vorbei. Raus. Ganz schnell raus. Oh, ab ins Licht. So, ins Licht. Im Licht beruhigt man sich doch bekanntlich, oder? Gut, dann auf die Suche. Zur nächsten Tür. Komplett im Dunkeln. Ich werde einfach jetzt straight durchlaufen und alle Türen testen. In der Hoffnung, dass wir irgendeine aufschließen. Da geht es. Okay, wir gucken aber erst hier einmal nochmal rein. Es tut mir wirklich super leid, dass es so mega dunkel ist. Okay, hier unten ist auf jeden Fall nichts. Das heißt, es ist schon wieder 5 Uhr morgens. Wir müssen uns beeilen und ich renne jetzt ganz schnell im Dunkeln hoch. So, wir sind oben angekommen. Ich hoffe, dass jetzt hier irgendeine... ach Mensch... irgendeine dieser Türen sich öffnen lässt. Hier ist alles abgeschlossen. Kann hier nicht noch bitte irgendwie Streichholz sein? Ich sehe doch hier wirklich komplett gar nichts. Verschlossen. Okay. Wir probieren weiter. Müssen wahrscheinlich nach oben schauen. Oh, hier haben wir eine Kerze. Die Tür war sowieso auf. Wir gucken erstmal hier zu. Okay, vielleicht passt hier bitte irgendwo ein Schlüssel. Das Schlafzimmer. Hier! Okay, es geht weiter. Ein weiteres Zimmer. Es sieht aus wie ein Spielzimmer. Wir haben Streichhölzer. Wir haben Streichhölzer. So, und da liegt ein Kuscheltier. Wo ist bitte die nächste Kerze? Hier. Und einen Schlüssel haben wir ebenfalls eingesammelt. Und Batterien. Nachladen. Ich bin... Nachladen vor allem so. Ich bin begeistert. Ja, das scheint ein Spielzimmer zu sein. Ein ganz süßes Häschen und ein schlafender Teddybär. Und wie gerne würde ich euch wirklich mitnehmen?
So, wo können wir die nächste Tür öffnen? Bitte, ist es die? Es ist diese Tür. Da liegt ein weiterer Schlüssel. Und endlich Batterien. Danke. Wirklich danke dafür. Es ist aufregend. So. Gleich die Tür gegenüber. Und wir haben es geschafft. Wir zünden uns hier diese Kerze an. Und haben in diesem Schlafzimmer den nächsten Brief gefunden. Wir sind auch glimpflich davon gekommen. Und mal schauen, was uns dieser Brief zu sagen hat. Seit dem Gewitter letzte Nacht haben wir keinen Strom mehr. Nur gut, dass wir noch genug Kerzen im Haus haben. So, da sind wir wieder mit Tag Nummer 10. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo wir anfangen sollen. Wir rennen einfach erstmal wieder hoch. Ja, der Strom ist leider immer noch weg. Und ja, wir sind froh, dass wir genug Kerzen haben im Haus. Das bringt uns leider nicht so viel. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir rennen erstmal wieder ganz nach oben, wo wir zuletzt aufgehört haben. Vielleicht finden wir hier noch irgendetwas. Hier war das Spielzimmer. Noch ist es hell. Und wir warten auf die nächste Botschaft. Das mit dem Fernseher war schon ganz schön mies. Und das hat mich wirklich an The Ring erinnert. So, in diesem Zimmer hatten wir das letzte Mal den Brief gefunden. Leider haben wir weder einen Schlüssel noch sonst irgendetwas. Das bedeutet, wir gehen erstmal wieder nach unten. Prüfen einfach mal, ob es hier irgendetwas Neues gibt. Machen hier ein paar Kerzen im Flur an, auf jeden Fall. So. Ich würde sagen, auch hier machen wir eine Kerze an. Leider haben wir schon wieder kaum noch Streichhölzer. Und da sind wir wieder bei unserem lieben Freund, dem Clown. Guckt der anders? Guckt der in eine andere Richtung? Ich hoffe, wir bilden uns dieses alles nur ein. Es ist noch früh, es ist 11 Uhr morgens. 11 Uhr morgens vor allem, ja. Ach so, wir haben keine Streichhölzer mehr. Hier ist das Fernsehzimmer, was uns letztes Mal wirklich in Angst und Schrecken versetzt hat. Der guckt in die andere Richtung! Der guckt wirklich in die andere Richtung. Nein, ich gehe nie wieder an ihm vorbei. Und unsere Batterien sind... Oh Mann, gleich schon wieder aufgebraucht. Wir laden nach, weil ich muss... definitiv gehe ich nicht im Dunkeln an diesem... Ding vorbei. Oder bilde ich mir das nur ein? Bilden wir uns das jetzt nur ein? Der hat doch eben in die andere Richtung geguckt. Oder? Schreibt's mir mal. Okay, 1, 2, 3. Oh, raus hier. Okay. Weiter geht's auf der Suche nach neuen Informationen. Ich hoffe, wir bekommen bald einen Hinweis, wo wir den nächsten Schlüssel finden werden. Hier ist wieder alles zu. Hier wird wahrscheinlich auch nichts mehr passieren in diesem Raum.
Okay, wir gucken schnell noch hier rein. Und ich muss auf jeden Fall gleich Licht sparen. Hier ist das Klavierzimmer. Leider nichts. Das heißt, wir werden uns wieder nach oben begeben. Ich hoffe, wir sind hier dann gleich richtig. Hier geht's gar nicht weiter. Okay. Okay. Taschenlampen sparen. Alter, ey, geht's noch? Komm, tief durchatmen. Eins, zwei. Oh, wie mies war bitte das denn, ey? Ich weiß überhaupt nicht natürlich, wie immer, wo lang. Wahrscheinlich sind wir irgendwo auf dem richtigen Wege. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Gut gemacht. Mit Schneckball erschrecken. Irgendwo scheint hier Wasser zu laufen. Kam das aus dem Badezimmer? Okay. Hier ist unser Hinweis. Wir müssen ins Badezimmer. Das Badezimmer war auf jeden Fall oben. Und wir werden jetzt schnellstmöglich versuchen, den Weg dorthin zu finden. Habt ihr das schon wieder gehört? Mach das Licht wieder an, bitte! Wo war dieses Badezimmer? War es nicht hier? Nein. Hallo, Badezimmer? Es muss hier oben gewesen sein. Oh, ich dreh durch, ey. Oh Gott. Ich hab's gefunden, Mensch. Bin ich die ganze Zeit daran vorbeigelaufen? Was? Oh Gott. Da war alles voller Blut, auf jeden Fall. Komm, Taschenlampe, bitte. Ist hier irgendwo jetzt... Wir haben einen weiteren Schlüssel gefunden. Raus hier. Die Tür ist verschlossen. Natürlich ist sie verschlossen. Auch hier. Wir gehen erstmal schnell nach oben. Komm, es ist nicht mehr weit.
Sorry, dass es wirklich so dunkel ist, aber ich kann echt nichts machen für euch. Okay, wir probieren erst diese Tür. Sie geht natürlich nicht auf. Also gehen wir nochmal ganz nach oben. Hier sind noch Türen. Diese ganzen blöden Schlafzimmer. Diese Tür öffnet sich. Es sieht nach einem Arbeitszimmer aus. Da ist ein weiterer Schlüssel. Ich sehe ihn schon. Streichhölzer. Wenn wir jetzt hier auch noch Batterien finden würden. Da sind welche. Komm. Und ein Brief. Bitte ein Brief. Es ist 5 Uhr morgens. Die Zeit steht still. Hier geht es leider nicht weiter. Wir müssen eine weitere Tür finden, aber welche verdammt nochmal ist es? Nein, lass mich wieder raus. Okay, komm, also hier haben wir jetzt alle Türen abgegrast, soweit ich weiß. Alles lieber nochmal durchchecken. Ich möchte nirgendwo hier vorbeilaufen. Und irgendetwas übersehen. Lass mich doch bitte diesen Plüschhasen mitnehmen, ey. Okay, komm, hier sind wir falsch. Wir müssen umdrehen, wir müssen wieder runter. Wir machen uns ein paar Kerzen an. Immerhin haben wir 10 Streichhölzer gefunden. Die Tür ist bleiternd verschlossen. Okay, wir gehen runter. Ach, diese Tür geht nicht. Vielleicht haben wir hier Glück? Nein! Verdammt nochmal. Das Haus ist wirklich der reinste Irrgarten. Das ist furchtbar. Solange wir nicht wieder zum Clown müssen. Hier war das Badezimmer, richtig? Hier war das Badezimmer. Und wieder sind wir beim Clown angelangt, Freunde. Wir ignorieren ihn einfach. Machen hier die Kerzen an. Im tollen Fernsehzimmer und hoffen, dass vielleicht hier irgendwie... Oh ja. Hier ist die Tür und ich hoffe, dass wir es geschafft haben. Batterien. So, endlich können wir es sehen. Hier sind Bilder. Eine hübsche Couch, eine furchterregende Statue und furchterregende Geräusche. Ein neuer Teil des Hauses, oh mein Gott. Am Clown vorbei, müssen wir uns merken und, hier ist natürlich alles verschlossen. Hier geht's schon wieder hoch. Habe ich noch Streichhölzer? Können wir hier nochmal eine Kerze anzünden? Wo ist bitte der Brief? Welche Tür können wir öffnen? Das zeigt auf jeden Fall, dass wir eine Menge zu erkunden haben. Und hier, Leute, wir haben Tag 10 überlebt. Auf Lindas Wunsch hin habe ich die Clownpuppe in eine Abstellkammer gelegt. Ein wenig unheimlich ist sie sogar mir selber.